Hello everyone, and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In the previous lesson, we learned Adjektivendungen im Nominativ. We will continue with the same topic, but in this lesson, you'll be learning Adjektivendungen im Akkusativ. So, let's begin. Lektion 6. Adjektivdeklination im Akkusativ oder Adjektivendungen im Akkusativ. If you want to repeat the accusative case, you can watch our video mentioned in the description below. Wir lernen Adjektivendungen im Akkusativ mit folgenden Artikeln: unbestimmte Artikel, bestimmte Artikel, Negativartikel, Possessivartikel und Nullartikel oder ohne Artikel. Unbestimmte Artikel. Wir machen zuerst ein Beispiel ohne Adjektiv. Ich habe einen Hund. In diesem Satz ich ist der Nominativsubjekt und einen Hund ist der Akkusativobjekt. Und weil der Hund maskulin ist, in Akkusativ sagen wir einen Hund. Wenn wir für diesen Hund einen Adjektiv haben, dann sagt man: Ich habe einen großen Hund. Hier bekommt das Adjektiv die Endung en, großen Hund. Diese Endung kommt von dem bestimmten Artikel den. Adjektivendungen mit dem bestimmten Artikel machen wir auch gleich. Hier ist ein Beispiel für Feminin. Ich habe eine schwarze Katze. Ich ist hier Nominativsubjekt und eine schwarze Katze ist Akkusativobjekt. In diesem Fall bekommt das Adjektiv schwarz die Endung e. Diese Endung kommt von dem bestimmten Artikel die. Hier ist das Beispiel für Neutrum. Ich habe ein schickes Auto. Hier auch, ich ist Nominativsubjekt und ein schickes Auto ist das Akkusativobjekt. Das Adjektiv schick bekommt die Endung es. Diese Endung kommt von dem bestimmten Artikel das. Und hier ist eine Übersicht. Unbestimmte Artikel im Akkusativ. Im Akkusativ nur der Maskulinartikel ist anders als im Nominativ. Das heißt, der Maskulinartikel ist nicht ein, sondern einen. Und diese en-Endung bekommt auch das Adjektiv. Deshalb, für maskulin sagt man einen großen Hund. Adjektivendung für feminin und neutrum bleibt gleich wie im Nominativ. Eine schwarze Katze. Ein schickes Auto. Die Pluralform gibt es nicht. Negativartikel. Hier die Adjektivendungen sind genauso wie bei den unbestimmten Artikel. Es gibt aber eine Pluralform hier. Hier ist ein Beispiel. Ich habe
keine neuen Schuhe. In diesem Fall auch, ich ist Nominativ, keine neuen Schuhe. Hier bekommt das Adjektiv die Endung en. Das ist genauso wie in dem Nominativfall. Und hier ist eine Übersicht. Negativartikel im Akkusativ. Im Maskulin keinen großen Hund. Feminin keine schwarze Katze. Neutral kein schickes Auto. In Plural keine neuen Schuhe. Bestimmte Artikel. Hier ist das Beispiel für Maskulin. Magst du den großen Hund von Monika? In diesem Satz auch, der Hund ist Akkusativobjekt. Deshalb den Hund. Und mit Adjektiv sagt man den großen Hund. Das Adjektiv bekommt die Endung en von dem Artikel den. Hier ist die Endung genauso wie bei dem unbestimmten Artikel. Hier ist das Beispiel für Feminin. Magst du die schwarze Katze von Elena? Hier bekommt das Adjektiv die Endung e. Hier ist das Beispiel für Neutrum. Magst du das schicke Auto von Maria? Hier bekommt das Adjektiv auch die Endung e, genauso wie im Nominativ. Und Plural? Magst du die neuen Schuhe von Petra? Hier bekommt das Adjektiv die Endung en. Und hier ist eine Übersicht. Bestimmte Artikel im Akkusativ. Wie schon gesagt, in Maskulin bekommt das Adjektiv die Endung en. Den großen Hund. Für alle anderen Artikel sind die Endungen gleich wie im Nominativ. Feminin, die schwarze Katze. Neutral, das schicke Auto. Plural, die neuen Schuhe. Possessivartikel. Die Adjektivdeklination für Possessivartikel ist genauso wie bei den unbestimmten Artikel. Hier sind die Beispiele. Maskulin. Hast du meinen großen Hund gesehen? In diesem Fall, du ist Nominativsubjekt und meinen großen Hund ist Akkusativobjekt. Und weil Hund maskulin ist, bekommt das Adjektiv die Endung en. Hier ein Tipp. Adjektivendung für maskulin in Akkusativ ist immer en. Das nächste Beispiel ist: Hast du meine schwarze Katze gesehen? In diesem Fall bekommt das Adjektiv auch die Endung e. Hast du mein schickes Auto gesehen? In diesem Fall bekommt das Adjektiv es. Und woher kommt dieses es? Ja, genau, dieses es kommt von dem bestimmten Artikel das.
Und hier ist das Beispiel für Plural. Hast du meine neuen Schuhe gesehen? Hier genauso wie bei den Negativartikeln bekommt das Adjektiv mit Plural die Endung en. Und jetzt eine Übersicht. Possessivartikel im Akkusativ. Maskulin: meinen großen Hund. Feminin: meine schwarze Katze. Neutral: mein schickes Auto. Und Plural: meine neuen Schuhe. Und jetzt der letzte Fall vom Nullartikel oder ohne Artikel. Hier auch bekommt das Adjektiv im Maskulin die Endung en. Großen Hund. Für Feminin: schwarze Katze. Für Neutrum: schickes Auto. Und in Plural: neue Schuhe. So here is an overview. Adjektivdeklination im Akkusativ. As you can observe here, the adjective endung for masculine is en irrespective of what article you use. Same is the case for feminine. The adjective ending is always e. In the case of neutral, the adjective endung with bestimmter Artikel is e, but with unbestimmter Artikel and null Artikel, the endung is es. With plural, the adjective takes the endung en, but when there is no article, the endung will be just e. Now if you compare these adjective endings with the adjective declination im Nominativ, you will realize that the only difference lies in the masculine article. Rest all adjective endings are the same. You can revise the adjective endungen im Nominativ by watching the previous lesson. Sehr gut! Hope you enjoyed this lesson. Danke! Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to press the bell to subscribe to the channel to receive notifications whenever a new video is uploaded. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!